ein Republikanerlokal im US-Bundesstaat Ohio. In der ehemaligen Industrieregion finden Donald Trumps Wahlkampfversprechen Anklang. Ich bin arbeitslos. Das ist das erste Mal, dass ich langzeitarbeitslos bin. Ich habe bis jetzt noch nie Unterstützung vom Staat gebraucht. Er ist unsere einzige Hoffnung. Er ist die einzige Hoffnung für das Land. Wie Diane glauben viele hier daran, dass Trump die verlorenen Arbeitsplätze zurückbringen kann. Der Immobilienmilliardär liegt in Ohio vorn. Für die Demokraten gilt es vor allem, ihre Wähler in den Städten und im Norden des Staates zu mobilisieren. Sowohl Clinton als auch Trump sind im Endspurt des Wahlkampfs oft in Ohio. Der Staat gilt als entscheidend im Rennen um das Weiße Haus. Wir brauchen einen Plan, um Lösungen zu finden für die berechtigten Sorgen und Zweifel der Menschen hier in Ohio. Clinton und Trump sind in Umfragen bei den Wählern unbeliebt. Beide genießen wenig Vertrauen. Sie sagen alle, sie werden das machen und dann passiert nie etwas, weil sie sich immer untereinander streiten. Aber ich wähle trotzdem, weil ich will, dass meine Stimme gehört wird. Zwar führt Clinton in landesweiten Umfragen, doch Ohio steht weiter auf der Kippe. Und der Weg zum Weißen Haus führt unweigerlich durch den Bundesstaat.